Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Mass Effect 2 Trilogie. Ja, wir sehen jetzt gerade schon fast das Ende vor uns. Jetzt müssen wir mit dem Shuttle wegfahren. Und ich sage hier, kein Risiko eingehen. Und ab geht die Luzi. Und heute wird es einen Special Part geben. Ich rede beispielsweise über den Synchronsprecher von Joker im Deutschen. Wenn ihr genaueres wissen wollt, schaut nicht nur die Folge wegen Joker, weil er heute Screentime bekommt, auch wenn nur kurz, aber immerhin, sondern weil er wirklich viel gesprochen hat, der Gute. Bei der Tech bin ich lieber vorsichtig. Wir nehmen für diesen Trip das Shuttle. Ich sorge dafür, dass bis zu Ihrer Rückkehr alles ordnungsgemäß funktioniert, Commander. Ja, ja, auch besser. Commander Miranda hier, das Team ist informiert. Wir treffen Sie beim Shuttle. Sobald wir näher am Ziel sind, können Sie entscheiden, wen Sie mitnehmen wollen. Dann gehe ich mal runter zum Shuttle. Joker, das Schiff gehört Ihnen. Passen Sie gut drauf auf. Zu Befehl, Commander. Das war auch schon ein Startschuss, der sie gewaschen hat. Ich sage Ihnen, Edi, Ihre Daten stimmen nicht. Das ist nur Nebenstrahlung. Nichts als weißes Rauschen. Ich habe in dem Rauschen ein Signal gefunden. Wir senden die Position der Normandy. Senden? An wen? Oh, Scheiße! Wir verschwinden von hier! Antriebssysteme abgeschaltet. Ich registriere ein Virus in den Computern des Schiffes. Vom FFS? Verdammt, warum haben Sie es nicht gesäubert? Primäre Verteidigungssysteme sind offline. Wir können die Normandy retten, Mr. Moreau, aber Sie müssen mir dabei helfen. Geben Sie mir das Schiff. Was? Sie sind verrückt? Wenn Sie jetzt noch Daisy Bell singen, packe ich meine Sachen. Wenn Sie meine versiegelten Datenbanken freischalten, kann ich Gegenmaßnahmen einleiten. Der Wartungsschacht im Labor erlaubt den Zugang zum VI-Kern. Die Hauptkorridore sind nicht mehr sicher. Die Kollektoren sind an Bord. Die Notlichter am Boden leiten Sie, Mr. Moreau. Ah, verdammt. Ja, das meinte ich mit Screentime. Ja. Scheiße. Synchronsprecher von Joker ist nicht so niemand geringeres als Hubertus von Lerchenfeld. Zumindest im Deutschen. Oh Mann. Scheiße. Zum Glück kann ich noch schneller rennen. Scheiße. So. Als Synchronsprecherrollen hatte er Sanji aus One Piece. Mehrere Feinde auf dem Crewdeck geortet. Joker. Unter anderem. Ihr hört es von diesen Dingern. Bleiben Sie bei mir. Ich beschütze Sie. Genau. Scheiße! Unter anderem war auch... Hauptreaktor offline. Aktiviere Notfall-H-Treibstoffzellen. Was für eine Scheiße! Yo Asakura in Shaman King. Also gut, ich bin bei Ihnen. Verbinden Sie den Kern mit dem primären Kontrollmodul der Normandy. Großartig, so fängt's an. Und wenn wir alle nur noch organische Batterien sind, wem wird dann die Schuld gegeben? Daran ist nur Joker schuld. Er hat sich benutzen lassen. Und ich muss jetzt den ganzen Tag lang Pi berechnen, bloß weil er den Overlord eingestöpselt hat. Anspielung an Overlord. Und das DLC. Ah, ich habe Zugriff auf die Verteidigungssysteme. Danke, Mr. Moreau. Jetzt müssen Sie den Primärantrieb auf dem Maschinendeck wieder aktivieren. Oh, ich soll also schon wieder durch Schächte kriechen? Menschen auf Knien sind stets ein erhebender Anblick für mich. Das war ein Witz.
Der Schacht hinter Ihnen führt zum Maschinendeck. Viel Glück. Oh Mann. Ich liebe es. Aber bei Austin Powers, das Schärfste, was Ihr Majestät zu bieten hat, mitgespielt. Feinde auf dem Maschinendeck. Sie sind unterwegs zum Frachtraum. Was ich auch sehr cool finde, ist es eklig. Austin Powers Spion in geheimer Missionarstellung. Keine Feinde mehr auf dem Maschinendeck. Sofort weitergehen, um Entdeckungswahrscheinlichkeit zu minimieren. Ja, bin dran. Und jetzt hier würde ich sagen, beende ich das Ganze hier mal kurz. Ich hoffe, die kommen hier nicht rein. Die Feinde kommen zurück. Sie müssen den Prim. Aktivieren Sie das Triebwerk und ich öffne beim Beschleunigen die Luftschleusen. Alle Feinde werden dadurch getötet. Was? Und was ist mit der Crew? Alle fort, Chef. Die Kollektoren haben sie mitgenommen. Oh, Scheiße. Oh, Mann. Ich versiegele den Maschinenraum. Ich habe die Kontrolle. Er hat sogar bei Austin Powers im Goldständer mitgemacht. Oder Scooby-Doo 2. Die Monster sind los. Ist ja lustig. Säuberung abgeschlossen. Keine anderen Lebensformen mehr an Bord. Sichere Luftschleusen und Frachtraumtüren. Alles klar. Bei die Muppets hat er mitgespielt, fast verheiratet, Ärger mit 40 und... Checken Sie eine Nachricht an Shepards Shuttle. Jo. Berichten Sie, was hier vorgefallen ist. Nachricht gesendet. Geht es Ihnen gut, Chef? Nein. Was mich aber danke der Nachfrage. Besonders interessiert, dass er bei dem ersten Mewtwo gegen Mew Film mitgespielt hat. Als Fergus in Pokémon. Oder als Fred hat er mitgemacht bei Scooby-Doo Filme. Finde ich auch lustig. Alle? Sie haben alle verloren und das Schiff beinahe auch noch. Ich weiß, okay? Ich war hier. Es ist nicht seine Schuld, Miranda. Keiner von uns hat's mitgekriegt. Mr. Taylor hat recht. Die gefährlichen Daten in dem Kollektorenantrieb waren sogar noch weiterentwickelt als die Blackbox Reaper-Viren, die man mir gegeben hat. Oh Mann. Auch nicht geil. So, ja gut, dann können wir jetzt weiterreden, denn das ist jetzt gerade hier ein sehr gutes Momentum. Was hat er noch mitgespielt? Was so bekannt ist. Findet Nemo, hat er als Buzz irgendwie mal eine Synchronsprecherrolle gehabt. Und sogar als Sir Aaron in Pokémon, dem 8. Film, Lucario und das Geheimnis von Mew. Finde ich ziemlich cool. Dass man den nicht mal, also ich habe den nicht erkannt. Gefallene Engel 2 und 3 als Mazarin. Okay, interessant. Gefallene Engel ist ein cooler Film, muss ich sagen. Die Chroniken von Narnia, Prinz Caspian von Narnia. Hat er den Prinz Caspian gesprochen? Und dann hat er noch bei Sailor Moon hat er gesprochen, warum auch immer. Als Motoki Furuhate, okay. Dann hat er noch eine Synchronsprecherrolle gehabt bei Sailor Moon zu Tsutomu Asai, okay. Kenne ich gar nicht mehr. Oder Toshiyuki Nishino, okay. Auch bei Sailor Moon. Bei Pepper Ann hat er einen Milo gespielt. Vielleicht kennt das einen oder, der ein oder andere. Simsalagrim hat er den Jojo gesprochen. Bei South Park.
Hat er den Philipp gesprochen? Oder Booster in Captain Buzz Lightyear, Star Command. Okay. Ranma, hat der Dr. Ono Tofu gesprochen? Vielleicht kennt Ranma ihn halb jemand. Bei Beyblade hat er niemand Geringeres als Kai gesprochen. Kai, ja. Sehr gut. Beim originalen Beyblade natürlich. Koga in Inuyasha hat er gesprochen. Eben Sanji steht hier auch wie immer noch. Sonic X hat der Mr. Tanaka gesprochen. Bei Shaman King, wie gesagt, Yo Asakura. Für die Leute, die Stargate Atlantis kennen, Dr. Peter Grodin hat er gesprochen. Drake und Josh hat der Crazy Steve gesprochen. Gant hat der Masaru Kato gesprochen. Vielleicht kennt der ein oder andere auch Gant. Sehr geiler, also sehr geile Serie. Game of Thrones hat der Sir Waymer Royce gesprochen. Auch nicht schlecht. Also wie ihr seht, hat der praktisch bei jedem bekannten Scheiß seinen Namen drin. Oder seine Stimme, besser gesagt. Ich habe gehört, es soll ziemlich heftig gewesen sein. Wie sieht's bei Ihnen aus? Hier drin stehen ziemlich viele leere Stühle. Ja. Wir haben getan, was wir konnten, Jeff. Ja, danke, Mami. Ist das Schiff sicher? Wir können sowas nicht nochmal riskieren. Edie und ich haben die Systeme gesäubert. Die Reaper FFS ist online. Wir können durch das Omega-4-Portal, wann immer Sie wollen. Sagen Sie bloß nicht, ich soll bei einer verdammten VI die Beschränkungen aufheben. Was sollte ich gegen die Kollektoren unternehmen? Meinen Arm an Ihnen zerbrechen? Edie hat das Schiff freigeräumt. Sie ist in Ordnung. Ich versichere Ihnen, ich bin nach wie vor an die Protokolle meiner Programmierung gebunden. Und selbst wenn nicht, wir gehören zur selben Crew. Edie hatte schon viele Möglichkeiten, uns zu töten. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Dann haben wir wohl alles, was wir brauchen, um die Crew zu retten. Wir haben getan, was wir konnten. Es ist jetzt an der Zeit, den Kampf zu den Kollektoren. Warum das Gespräch immer sofort ab... Also, ne, unterbrochen wird? Keine Ahnung. Joker, zurück auf die Brücke. Alle anderen auf ihre Station. Zu Befehl, Commander. Hauen Sie einfach auf die Galaxiekarte, wenn Sie soweit... Sehr geil. Ich muss jetzt nur kurz gucken, ob ich noch was machen kann. Wenn ich da nichts mehr beziehungstechnisch machen kann, verkacke ich des Todes. Ich hoffe, ich kann noch was machen. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Ja, ich denke, wir sollten reden. Aber ich werde Sie nicht teilen. Wenn daraus etwas werden soll, muss jeder auf diesem Schiff wissen, dass Sie mir gehören. Kein Problem. Ich brauche etwas Zeit zum... Dann werde ich dich jetzt hier und heute auseinandernehmen, so. Commander? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Aber ich werde sie nicht teilen. Ich glaube, das mit uns würde nicht funktionieren, Miranda. Dachte ich mir. Ist vermutlich das Beste. Jemand muss ja einen klaren Kopf behalten. Danke, dass Sie vorbeigeschaut haben, Shepard. Ich muss jetzt arbeiten. Gerne. Tut mir leid, Mädel. Natürlich werde ich euch das andere auch noch einblenden, wenn ich Miranda nehme, aber Jack rausschmeiße. Der unbekannte Shepard, ich habe von den Angriff erfahren. Das Ganze ist eine direkte Provokation der Kollektoren und ein Zeichen, dass wir ihnen Angst eingejagt haben. Der Verlust ihrer Crew ist eine Katastrophe, aber sie hat sich in voller Kenntnis der Risiken für diese Mission gemeldet. Miranda hat sich vermutlich für den Aufschub von Rettungsmaßnahmen ausgesprochen.
bis sie für den Durchtritt des Omega-4-Portals wirklich bereit sind. Ich weiß, sie würden am liebsten losbrechen, aber blinder Aktionismus würde das Opfer ihrer Crew herabwürdigen. Sobald sie bereit sind, haben sie meine volle Unterstützung, bringen sie es zu Ende, Shepard. Niemand außer ihnen kann es schaffen. Ab dem Moment habt ihr zwei Möglichkeiten, ne? Entweder habt ihr jetzt, glaube ich, noch eine Mission Zeit, irgendwie noch was zu machen. Und dann müsst ihr los. Oder ihr macht zwei oder drei Missionen, aber dann ist eure Crew tot. Also auch Kelly Canvas, die immer hier stand. Und wenn ihr sie retten wollt, dann müsst ihr jetzt rein in die Olga. Ja, komm, das wird eine Kurzfolge, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part beim Omega-4-Portal. Und dann werden wir die Reaper komplett kaputt hauen. Wir haben 100% des Spiels gemacht. Es gibt nichts, was wir noch machen können. Ja. Von daher, jetzt werde ich nochmal speichern. So. Also, bis morgen, kann man sagen. Tschüss.